Die Kindergartenzeit ist bald vorbei, die Großen gehen nach den Sommerferien in die Schule. Im Video erfahrt ihr, wie ihr diesen Übergang am besten vorbereitet und welche Rituale es für den Abschied gibt. Und es sind auch Ideen für kleine Geschenke für eure großen Kinder mit dabei. Viel Spaß beim Zugucken! Wie verabschiedet man angehende Schulkinder am besten aus dem Kindergarten? Welche Unterstützung brauchen Kinder und auch die Eltern in dieser spannenden Übergangszeit? Meistens bekommen Kinder und auch die pädagogischen Fachkräfte ja zum Abschied eine Kleinigkeit geschenkt. Aber was? Ihr könnt den Kindern auch kleine Gedichte und persönliche Briefe mitgeben. Mehr zu all dem jetzt im Video. Zuerst klären wir mal die häufigsten Fragen zum Abschied vom Kindergarten. Wann wird der Abschied der Kinder im Kindergarten gefeiert? Die baldigen Schulkinder werden oft beim Sommerfest verabschiedet. Das ist ja kurz vor den Ferien und signalisiert Eltern und Kindern somit den bevorstehenden Übergang in die Schule. Eine schöne Gelegenheit, zusammen mit den Kindern, Eltern und den pädagogischen Fachkräften zu feiern. Mit welchen Ritualen werden die angehenden Schulkinder aus dem Kindergarten verabschiedet? Dazu zählt natürlich auf jeden Fall das Basteln der Schultüten. Möglich ist auch eine Übernachtung im Kindergarten oder ihr könnt aus dem Überreichen des Portfolios an die Kinder ein Ritual machen oder ihr legt einen Schulranzentag ein, bei dem können dann die Vorschüler ihre Schultaschen stolz mit in den Kindergarten mitbringen und dort präsentieren. Wie bereitet man die Kinder auf den Abschied vom Kindergarten vor? Zum einen ist es natürlich wichtig, die Kompetenzen für die Schulfähigkeit zu fördern. Das geschieht spielerisch im Rahmen der Vorschule. Darüber hinaus ist es aber auch sehr wichtig, die Kinder emotional auf die Veränderung vorzubereiten. Denn nicht alle Kinder freuen sich uneingeschränkt auf die Schule. Deshalb solltet ihr die Kinder einfühlsam an das Thema heranführen und auch die Resilienz fördern. Zu den 7 Säulen der Resilienz gehören unter anderem das Selbstbewusstsein, Kontaktfreude und Gefühlsstabilität. Wie könnt ihr die Kinder in die Schulzeit verabschieden? Beliebte Mittel, um eure eigenen Gefühle während der Abschiedszeit in Worte zu fassen, sind, klar, persönliche Briefe an die Kinder oder auch kleine Gedichte, die den Übergang von Kindergarten zur Schule behandeln. Dabei ist es wichtig, dass ihr ehrlich und authentisch seid und den Kindern auch die verschiedenen Aspekte des Abschieds vermittelt. Also zum einen die Traurigkeit, dass etwas Schönes sein Ende findet, aber auch eben der Stolz darauf, was die Kinder schon alles erreicht haben, was sie gelernt haben. Und natürlich auch die Vorfreude, die Mitfreude auf das tolle Abenteuer, das vor ihnen liegt. Gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Wie könnt ihr denn den Abschied vom Kindergarten mit den Kindern thematisieren? Die Verabschiedung der baldigen Schulkinder ist neben dem Eintritt in den Kindergarten eine der größten Veränderungen während der gesamten Kindergartenzeit. Der Schritt vom Kindergartenkind zum Schulkind ist für alle, also nicht nur für die Kinder, sondern auch die Eltern und natürlich die restlichen Kinder, die in der Gruppe verbleiben, ein Prozess, der durch die Erzieherinnen und Erzieher begleitet und unterstützt wird. Gerade wenn Kinder oder Eltern in dieser Übergangszeit Ängste und Bedenken haben, kommt es auf die einfühlsame Kommunikation durch die pädagogischen Fachkräfte an. Wie könnt ihr Vorschüler, Eltern und auch die verbleibenden Kinder auf den Übergang von Kindergarten zur Schule vorbereiten? Die zukünftigen Schulkinder reagieren nicht alle gleich auf die bevorstehende Änderung in ihrem Leben. Die vertraute und geliebte Umgebung des Kindergartens verlassen zu müssen, kann für einige Kinder eine emotionale Herausforderung darstellen. Daher solltet ihr im Vorfeld Wert darauf legen, die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern. Falls es möglich ist, ist eine Kooperation mit der örtlichen Grundschule auch eine Option. Die Kinder lernen so frühzeitig Lehrer aus ihrer zukünftigen Schule kennen. Und das sorgt für eine gewisse Vertrautheit und erleichtert den Kindern auch den Übergang zur Schule hin. Die nötigen Kompetenzen für die Einschulung werden spielerisch erreicht mit Vorschulübungen wie dem richtigen Halten des Stiftes, Zähl- und Konzentrationsübungen. Aber auch auf emotionaler Ebene ist eine Vorbereitung sinnvoll, um einen sanften Übergang hin zur Schule zu erreichen und eine solide emotionale Basis zu schaffen. Die offene Auseinandersetzung mit dem Thema Schule und das Abbauen von möglichen Ängsten gehört dazu. Genauso auch das Thematisieren des Abschieds und der Trauer, die die Kinder, aber natürlich auch ihr empfinden könnt. Auch die Eltern fiebern dem Schulbeginn ihrer Kinder oft mit gemischten Gefühlen entgegen. Hier könnt ihr ebenfalls unterstützen und Aufklärungsarbeit leisten. Bei euch in der Einrichtung zeigen die Kinder oft andere Facetten und Kenntnisse, als sie das zu Hause tun. Wenn die Eltern also Angst haben, ihr Kind könnte vielleicht für den Schulalltag noch nicht bereit sein, könnt ihr im Vorfeld schon in einem Entwicklungsgespräch über diese Bedenken sprechen. Zum Schulbeginn gehört für die Eltern auch eine Angst vor dem Loslassen und vor der neuen Selbstständigkeit ihrer Kinder.
Auch ein Punkt, der vielen Eltern Sorge macht, ist die Verantwortung, die sie übernehmen müssen. Für die Hausaufgaben, für die schulischen Leistungen und ihre Rolle als Lernbegleiter zu Hause. Das spielt auch und gerade in Zeiten eine Rolle, in denen der Unterricht teils zu Hause auf Distanz stattfinden muss und die Rolle der Eltern sehr anspruchsvoll ist. Zumindest zu einem Teil können die Eltern auf das, was sie erwartet, vorbereitet werden. Idealerweise durch Kooperationslehrerinnen und Lehrer der örtlichen Grundschule. Der Kontakt zwischen Grundschule und Eltern kann also schon durch die Kindertageseinrichtung gefördert und unterstützt werden. Oft sind die Bedenken im Vorfeld auch größer als die Probleme, die später dann auftreten. Die baldigen Schulkinder haben für die Kleineren in der Gruppe eine Vorbildfunktion. Viele Freundschaften zwischen Kleineren und Größeren konnten sich über Jahre hinweg entwickeln. Ein sanftes Heranführen und eine offene Kommunikation über den bevorstehenden Abschied ist also auch für die Kinder sinnvoll, die in der Gruppe verbleiben. Ein persönlicher Brief von den pädagogischen Fachkräften an die Kinder gehört ja über die Portfolioarbeit schon zu den Aufgaben im Kindergartenalltag. Die Lerngeschichten werden als Briefe an das jeweilige Kind verfasst und beschreiben Lernprozesse und Erfolge emotional und persönlich. Einen schönen Blogbeitrag zum Thema Lerngeschichten verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ein Brief zu schreiben, der den Abschied aus dem Kindergarten thematisiert, schließt also ganz natürlich den Kreis der Portfolioarbeit. Das könnte zum Beispiel in Form eines Gedichtes sein oder als Erinnerungsreise durch die Kindergartenjahre oder einfach frei Schnauze, so wie euer Herz euch lenkt. Wichtig ist einfach dabei der persönliche Bezug und das Vertrauensverhältnis und die Bindung zwischen euch und den Kindern in den Fokus zu setzen. Das größte Bastelprojekt während der Vorbereitung auf die Schulzeit ist natürlich das gemeinsame Basteln der Schultüten. Entweder von den Eltern gemeinsam an einem Bastelnachmittag in euren Räumen oder, um die Vorfreude der Kinder noch zu steigern, von den Kindern selbst gestaltet. Wie ihr das macht, entscheidet ihr am besten selbst. Jetzt habe ich noch zwei kleine Ideen für euch, was ihr den Kindern zum Abschied basteln könntet. Zum einen ein Erinnerungsglas. In das Erinnerungsglas können eure Kinder Erinnerungen, schöne Erlebnisse, lustige Situationen, was auch immer sie als bemerkenswert erachten, aus ihrem ersten Schuljahr hineintun. Ihr gestaltet das Glas nach euren Wünschen, vielleicht mit einem persönlichen Gruß noch dazu und einem kleinen Hinweis, was in dieses Glas hinein kann. Steckt Papier hinein und dann können die Kinder, sobald es losgeht in der Grundschule, eben schön ihre Erinnerungen hineintun und damit verewigen und später irgendwann das Glas wieder hervorholen und dann eben die schöne Zeit wieder aufleben lassen. Hierzu habe ich euch Vorlagen vorbereitet, zum einen schon mit einem kleinen Textvorschlag oder aber auch als Blanko-Variante, wenn ihr sie selber beschreiben wollt, könnt ihr natürlich auch gratis runterladen. Die zweite Bastelidee ist ein Schutzengel als Schlüsselanhänger. Finde ich eine ganz, ganz süße Idee, dass die Kinder also nie allein sind auf ihrem spannenden Weg, der vor ihnen liegt. Könnt ihr ihnen solche kleinen Schutzengel basteln. Das Bastelset mit den Holzengelchen und Schlüsselringen dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr bemalt, gestaltet dieses Schutzengelchen einfach, wie ihr möchtet und dann könnt ihr sie euren Kindern eben zum Abschied mitgeben. Und dann haben sie immer etwas von euch bei sich. Am Ende der Kindergartenzeit werden natürlich nicht nur die baldigen Schulkinder beschenkt, sondern in der Regel auch die pädagogischen Fachkräfte. Und da habe ich euch einfach mal ein paar schöne Ideen zusammengestellt, was es so gibt. Zum einen natürlich ein kleiner Obstbaum mit Fotos und Wünschen der Kinder. Ein Glas mit bunten Pompons oder Schokolinsen drin, zusammen mit einer Karte, auf der steht Danke für die bunte Zeit. Ein bunt gestaltetes Vogelhaus, auf das jedes Schulkind etwas gemalt hat, zusammen mit einer Karte Wir sind ausgeflogen. Oder auch so etwas. Danke, dass du mir beim Wachsen geholfen hast. Einfach kleiner Baum mit den Fingerabdrücken und den Namen der Kinder, ein kleiner Gruß dazu. Gibt es als Vorlage für euch auch zum Runterladen. Oder auch hier, finde ich auch ganz süß, die Bienen verlassen den Stock. Danke für alles. Da sind dann die Fingerabdrücke einfach in den Waben und dann auch wieder entsprechend die Namen. Also ausdrucken, Kinder Fingerabdrücke reinsetzen lassen, Namen dazu, Dankeschön drauf und ab dafür. Wie bereitet ihr denn eure großen Kinder auf die Schule vor? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Schön würde ich auch finden, wenn ihr vielleicht das schönste, euch berührendste Geschenk oder einen tollen Abschiedsmoment mit uns teilen würdet. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Schaut gerne in die Videobeschreibung und
Gebt euren Kindern einfach ganz, ganz viel Liebe und Stärke mit und dann werden sie das schon gut meistern. Ich bin Silke, bleibt fröhlich, bleibt gesund. Bis bald.